Jo, also das heißt, wir müssen da irgendwie nach oben kommen. Wenn ich jetzt ein Vertical dran mache und noch eine Vertical, müsste doch eigentlich eine nach vorne gehen, oder? Theoretisch, oder bin ich blöd? Kann ich den überhaupt, kann ich den drehen? Oder wird er dann ausgehen? Kann ich den drehen? Kann ich irgendwas damit machen? Nein? Was gibt es denn für Gearboxes? Es gibt einmal die Vertical, die normale. Was ist das? Kreativ-Item, okay. Relays Rotation in four directions. Das heißt, damit kann ich die verteilen. Das heißt, ich will erstmal eigentlich das bauen. Weil dann kann ich nämlich erstmal nach links oder rechts ausweichen. Weil ich will jetzt nicht alles hier in den Gang reinbauen. So. Das heißt, ich will erstmal die. Also ich brauche wieder einen Andesitklumpen. Und ich brauche Boutons. Ja, Dingens, den gebottet. Das sind die ganzen, die wurden alle gelöscht, die gebottet wurden letztes Jahr. Weißt du doch, ich habe da irgendein Ding, habe ich irgendwie 300 oder 400 Follower gemacht, weil ich gebottet wurde von irgendwem, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann mir schon denken, von wem, aber brauchen wir nicht drüber reden. Und die wurden alle gelöscht wohl. Ich glaube, Twitch ist momentan dran, die ganzen Sachen zu löschen, aber wie gesagt, mir ist das scheißegal. So, da bauen wir uns nämlich eine Gearbox. Die setzen wir hier vor. Und die macht jetzt in allen vier. Das heißt, wir müssen aber auch noch nach oben und nach links. Und das könnte schwierig werden. Weil da brauchen wir eine Vertical auf jeden Fall. So. Und dann brauchen wir noch eine Vertical. Für nach oben. Für nach der Seite. Denke ich. Ja. Das heißt, wir brauchen aber auch wieder ein Andesit-Casing. Hallo? Achso, kreativ. Das heißt, wir brauchen wieder Gehölz und diese Dinger. So, das haben wir. Das Problem ist nur, jetzt haben wir wieder ein Eisen zu wenig. Ja, die ganzen Bots sind gelöscht worden, richtig. Hi, Zocker-LP. Ja, gut, aber wie gesagt, das war mir klar, dass das irgendwann kommt. Deswegen war mir das relativ egal. Weil, ne, brauchen wir, wie gesagt, gebottete Sachen sind halt sowieso auch keiner. So, jetzt brauchen wir noch wieder die Boutons. Ja, vergessen, Entschuldigung. So, und da brauchen wir noch eine Vertical. Und die muss aber andersrum sein. Die muss dann genau so sein. Richtig. So, jetzt muss die davor. Und die ist dran, ne? Ja, die ist dran. Sehr gut. So, und wenn ich jetzt ein Eisen nehme, theoretisch müsste dann da unten eine Platte draus machen. Probieren wir es aus. Ja, so nicht. Ja. Geil. Ping. Nee, braucht kein Mensch, das ist richtig. Sowas braucht kein Mensch. Ja, da, jeder, der macht, ist. Naja, brauchen wir nicht drüber reden, über sowas.
Für mich hat sowas nichts auf Twitch sonst wo zu tun, wenn das jemand macht. So, 4 Stück bräuchten wir. Und ein Andesit-Ding. Das heißt, wir bauen uns den Propeller jetzt auch mal kurz. Danke. So, dann machen wir davon wieder 2, davon 2. Ich glaube, so langsam werde ich mit dem Mod warm. Mit Create. So, da ist unser Propeller. Und wir brauchen noch Casing, 2 Wheels. Wir haben keine Wheels mehr, ne? Oh Gott, ey. Okay. Casing brauchen wir noch, haben wir. Ich hoffe, wir haben wohl noch Wheels. Jetzt sehe ich, ne? Wo ist denn das Ding, was wir da brauchen, da? Encased Fan. So, Wheels, ein Casing und ein Schaft haben wir. Ein Casing, 2 Wheels brauchen wir und einen Schaft noch. So. Bauen wir uns das Teil auch. Zack. Haben wir das auch. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Oh, gucken wir mal. UR, Currents in Back. So, der macht jetzt dann Drehung in Luft und andersrum. Provides the rotational force from any heat sources. Pushes or pulls entities. Also, das ist wie so ein ganz normaler Dingens. Ventilator. When blowing through special blocks, liquids and fire particles are emitted into the airflow. Aha. Aha, to process items. Was kann der denn? Ach so. Bulk Blasting. Smoking? Oh, geil. Du kannst damit grillen. Wenn du durch Feuer machst. Cool. Und durch Wasser kann man Konkret festmachen, zum Beispiel. Aha. Das ist ein Ofen, oder? Ey, echt jetzt? Das ist ein Ofen, glaube ich. Hui! Warum zieht der? Weil der falsch rum ist, ne? Das ist ein Ofen, so wie das aussieht. Ach ja, klar, das ist so eine Gearbox. Wie ist das, ne? Wenn man, ich sag jetzt mal doof, im Uhrzeigersinn dreht und dann aber auf ein Getriebe geht, dreht er dann andersrum. Ist Zeit, Ausrufezeichen Zeit. Was? Doch, Codex kann Dingens. Macht meistens, die Quests und so. So. Lever. Die Frage ist Magma-Block. Ist das jetzt ein Magma-Block? Braucht man den dafür? Okay, das Auto mit, das ist ein Packer. Da. Ach, daraus kann ich Obsidian machen? Wenn ich das durch Wasser mache? Das könnte man mal ausprobieren, oder? Das Problem ist, ich brauche noch eine Gearbox. Oder ich müsste in da einen. Ne, da auch nicht. Ich könnte es mal ausprobieren. Dann bräuchte ich hier drüben einen Wasserblock. Probieren wir es mal aus. Lass mal wieder schlafen. Probieren wir es mal aus. Einmal checken. So.
auf Wasser. Kommen gleich die Erdklumpen dann in die Luft. Richtig. Gar kein Problem. Der hat mich gestört, der hat mich getriggert. Da hat mein innerer Monk zugeschlagen. Ja, mal gucken, ob Angel der Erste ist tatsächlich. Ich guck mal. Guck mal einfach meinen Bot. Angel ist Erster, ja. Tatsächlich sogar. Dann kommt Delta, dann kommt Kev schon. Ja. Ne, gar nicht. Okuras kommt dann. Obwohl Commander Wood ist als Zweites. So. Gucken wir mal, was das da wirklich hinkriege. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Schauen wir mal. Das Problem ist, wenn das Obsidian wird. Ich habe schon Diamanten. Das ist gut. So, theoretisch muss ich ja hier dann Wasser hinmachen, oder wie? Ne, davor, ne? Macht jetzt einfach mal Wasser hin. Und dann gucken wir mal. Und dann kommst du da hin, oder? Oder wie? Ne, kann ja nicht. Der pustet ja nicht. Ne, ist ja Blödsinn. Weil der zieht ja. Das kann ja nicht funktionieren so. Der muss andersrum. Also ich muss noch eine Gearbox bauen, ey. Aber gut, das kriegen wir noch hin. Zum Glück. Da. Ach, die Rangnamen muss ich auch noch ändern, ey. Das habe ich auch noch nicht gemacht. So, wenn ich jetzt in der Gearbox da dran bin, müsste das eigentlich gehen. Da müsste der genau andersrum gehen, drehen. Theoretisch. Ja, wusste ich doch. So. Und jetzt müsste ich da den Eimer Wasser reinmachen. So. Und dann den davor. Ja. Ne, da waren gerade kurz Partikel. Da sieht man die Partikel. Okay, die Partikel gehen auf jeden Fall da durch. Was dauert das? Keine Ahnung. Wasser.
Wo wirft man die rein? Da? Hey! Gut, das her! Double Hackt? Lass mich mal hoch hier. Sicher, dass man die reinwirft? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Weil da siehst du ja, dass das da steht. Frage ist halt, ob das Kinetic Speed durchgeht. Komplett. Das ist die Frage, ne? Wie viel braucht der? Best Impact Small, ne? Der ist. Zu eher. Verweis für Technical Force from any Heat Source. Da, wo ist das? The Blowing Two Special Blocks. Liquids and Fire Particles are emitted into the Airflow. This can be. Ja, mache ich doch da. Oder mich. Oder nicht. Oder noch einen weiter. Mal. Vielleicht hier? So. Ja, das kann ich ja nicht. Ach so, meinst du das? Doch. Ja, das geht ja nicht. Wie soll der machen? Ja, doch, was soll er nicht zumachen? Du meinst so, oder was? So. Oh, heiß. Also die Partikel treffen auf jeden Fall auf den Block. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wie heißt denn das Ding? Encased Fan. Schau mal. Habt ihr hier was? Offen. Encased Fan. Hey, warte mal. Ich hab da was gefunden. Vielleicht ist er ja daran. Na, sagst du, der da reinmachen muss? Hm. Input. Ein Bucket. Output, ein Water Bucket. Ja gut, das ist mit Wasser, ist klar. Aber wie funktioniert das bitte? Create, mal gucken, encased fan. Das ist aber auch so gemacht. Ein Block dazwischen, ach, die haben einen Block dazwischen, vielleicht liegt er daran. Moment, ich habe eine Idee. Wir machen uns jetzt mal. Aua, ja. Wasser, komm mal her. Wir machen uns jetzt was anderes. Wir machen uns jetzt Druckplatten dahin. Weil das ist nämlich auf dem einen Bild mit Druckplatten gemacht. So. Machen wir uns mal Druckplättchen. So ist das da nämlich gemacht. Im Bild. So ist das da gemacht. Auf dem Bild. Nur mit, zwar mit Lava, aber so ist der Aufbau davon. Warte mal, habe ich nicht. Ich habe doch einen Schalter gekriegt, ne? Vielleicht brauche ich den Schalter noch? Ich habe doch einen Schalter gekriegt, oder? Schau mal. Thank you.
Vielleicht dauert das einfach nur ewig. Guck mal, komm, wir lassen ihn einfach mal laufen. Egal. Schauen wir mal. Da bin ich aber schneller, Obsidian so abzubauen. Mit einmal Wasser. Ja, können wir probieren. Dann müsste der hier im Prinzip sein. Ah, warte mal. Das sieht jetzt anders aus. Okay. Ah, okay. So funktioniert's. Okay, danke. So, haben wir 4 Obsidian, ja, immerhin. Phänomenal. Ich bin begeistert, ich bin begeistert. So, haben wir den auch. So, das nächste ist theoretisch wäre der Mechanical Mixer dran. Aber den machen wir dann nächste Mal, würde ich sagen. Weil wir haben auch noch die Electron Tube. Polished Rose Quartz. Rose Quartz habe ich noch gar nicht gehabt. Wo habe ich das denn? Ah. Ah. Ja, ne? Nether Quartz, war klar. Aber sind eigentlich relativ schon was weitergekommen. Wir haben Create angefangen, finde ich. Finde ich gut. Wir haben die Presse, wir haben die Windmühle, wir haben die komischen Mühlsteine hier. Das komische Ding da haben wir, den Ventilator. Wir haben unten unsere Schiene gebaut. Da. Wir haben das Pedestal hier, das ist ein Koppelgenerator. Eigentlich gar nicht mal so schlecht bis jetzt. Aber wir haben jetzt schon über 3 Stunden. Weil ich will jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Pause machen, weil ich gleich vielleicht noch was Kleines schnabulieren und so. Und ne, mal kurz auf Klöchen gehen und alles und dann fertig mal für GTA-RP gleich. So, ich denke mal ab 17:30 ungefähr. Deswegen 17:30, 18 Uhr so. Deswegen würde ich nämlich sagen, ich mache jetzt erstmal die Aufnahme aus. Dann YouTube, ne? Bis zur nächsten Session wieder.